Ja, sehr geehrter Herr Professor Görner, sehr geehrter Herr Professor Kilcher, liebe Frau Bedenik, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer dritten Thomas-Mann-Lecture am heutigen Abend in dieser wunderschönen Semperaula hier bei uns an der ETH Zürich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe mich gerade mit Professor Kilcher unterhalten. Die Alternativprogramme sind riesig hier am Kulturplatz Zürich und da freuen wir uns ganz besonders, dass diese Semperaula heute Abend um 18 Uhr so gefüllt ist. Das ist aber auch kein Wunder, denn wir haben einen wunderbaren Redner heute eingeladen für diese Thomas-Mann-Lecture und Professor Kilcher wird Professor Görner gleich noch im Anschluss vorstellen. Unser heutiger Thomas-Mann-Vortrag steht ganz im Zeichen der visuellen Medien, einem Thema, das Sie vielleicht in der Gegenwart verortet sehen, im 21. Jahrhundert, heute aber kaum mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts und noch weniger in den Zusammenhang bringen mit einem klassischen Autor wie Thomas Mann. Der Titel des Vortrages von Professor Görner lautet denn auch »Sich ins Bild rücken und es beim Wort nehmen: Thomas Mann und die visuelle Medialität«. Professor Kilcher, ich hatte es schon angekündigt, Kuratoriumspräsident des Thomas-Mann-Archivs und Germanist hier an der ETH Zürich, wird gleich in Vortrag und Redner einführen. Aber anders als erwartet, meine Damen und Herren, als Sie vielleicht von Tom ist erwartet, war Thomas Mann ein Autor, der schon früh und sehr bewusst visuelle Medien genutzt hat und sich ihrer bedient. Fotografie, Film, ja sogar der aufkommende Tonfilm, den griff er auf, nicht nur früh, sondern er bediente sich bewusst dieser Medien. Vor einigen Jahren machte er eine Entdeckung, die Runde in den deutschsprachigen Medien. Die erste Tonfilmaufnahme eines deutschsprachigen Autors wurde wieder aufgefunden und die FAZ titelte damals, Zitat, »Der audiovisuelle Urknall unserer Literatur, Thomas Mann im Tonfilm«. Wir werden heute eine kurze vierminütige Aufnahme dieses Auftritts einspielen und wir sind schon ganz gespannt. Thomas Mann macht sich darin Gedanken, dass er das neue Medium orts- und zeitunabhängig nutzen kann. Er sagt, Zitat, ich spreche zu einem zukünftigen Publikum in die Zeit hinein. Die Einladung dieser neuen Medien, das einmal auszuprobieren, nahm er gerne an. Diese Aufnahme ist fast 100 Jahre alt, meine sehr geehrten Damen und Herren, und wird gerade deshalb in der Konfrontation mit unserer heutigen Bilderwelt, die der Philosoph Günther Anders gewiss als Ikonomanie heute brandmarken würde, doch erstaunlich modern. Thomas Mann war hier als Autor besonders früh am Puls der Zeit. Vielleicht hätten wir gerade bei einem Autor wie Thomas Mann diese Aufgeschlossenheit gegenüber diesen neuen Medien nicht erwartet. Vielleicht war er aber auch besonders aufgeschlossen gegenüber visueller Vermarktung oder sogar Selbstvermarktung, weil er aus einer Kaufmannsfamilie stammte. Ich möchte nicht spekulieren. Wir haben heute Professor Görner hier und ich möchte ihm die Analyse dieser Tatsache überlassen und ebenso der Einladung von Professor Kilcher. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte darauf hinweisen, dass zeitgleich zur heutigen Thomas-Mann-Lecture eine aktuelle Ausstellung des Thomas-Mann-Archivs zusammen im Strauhof hier in Zürich stattfindet mit dem Titel Thomas Mann in Amerika. Noch bis zum 19. Januar können Sie diese Ausstellung bewundern. Das Thomas-Mann-Archiv der ETH-Bibliothek ist hier Kooperationspartnerin und Hauptleihgeber dieser Ausstellung. Sie finden dort eine bewusst modern ausgestattete, in einem modernen Setting inszenierte Ausstellung mit multimedialen Auftritten Thomas Manns in den USA, Presseinterviews, BBC-Sendungen, Ton- und Bildaufnahmen, Lesereisen und vieles mehr. Ich lade Sie herzlich ein, dies vielleicht als Ergänzung zur heutigen Lecture zu sehen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich nun Professor Kilcher bitten darf, in den heutigen Vortrag von Professor Görner und sein Leben einzuführen. Ich darf mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Frau Bedenik, der Leiterin des Thomas-Mann-Archivs unserer Bibliothek und ihrem Team für die Gestaltung, Planung und Organisation dieser Veranstaltung und die fachliche Unterstützung bedanken und wünsche Ihnen und uns einen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, seien Sie auch von meiner Seite her ganz, ganz herzlich begrüßt. Und natürlich begrüße ich besonders Rüdiger Görner, der aus London zu uns gekommen ist. Ich werde seinen Vortrag nicht wirklich einführen. Das würde keinen großen Sinn machen. Nicht nur, dass ich ihn zum Glück noch nicht kenne,
obwohl man von Rüdiger Görner sehr viel kennen kann, sondern auch mal, dass einige Pointen vielleicht wegnehmen würde. Vielleicht kann ich nur eines sagen, wie breit das Feld ist. Ich habe heute mit den Studenten in der Vorlesung besprochen, wie Thomas Mann bei Albert von Schrenck-Notzing an den Sitzungen teilnahm, der zu der Zeit wie ein Wilder fotografiert hat, nämlich mediumistische Phänomene, sogenannte Materialisationsphänomene und Fotografien hergestellt hat, die zu der Zeit sehr viel zu diskutieren gaben, nämlich die Sichtbarmachung des Unsichtbaren. Wir sind vielleicht mit dem Moment auch konfrontiert. Aber die Hauptsache besteht darin natürlich, Rüdiger Görner ihn kurz vorzustellen, der seit 1997 zunächst Professor an unterschiedlichen Universitäten war, 2004 dann an der Queen Mary University in London angekommen ist, wo er Centenary Professor of German with Comparative Literature ist. Er ist ausgebildeter Germanist, Historiker, Musikwissenschaftler, Philosoph und Anglist, und all das findet sich, wie wir gleich sehen werden, auch in der großen Breite dieses Werks. Er hat in London dann eine Reihe von Einrichtungen gegründet, die ich nur kurz streifen will, damit Sie sehen, wie breit und wie großflächig diese Tätigkeit von Rüdiger Görner an diesem Ort wurde. Er hat unter anderem das Zentrum für britisch-deutsche Kulturbeziehungen gegründet, das Center for Anglo-German Cultural Relations. Er hat etwas später dann das Ingeborg-Bachmann-Zentrum für österreichische Literatur 2002 gegründet. Er war lange Zeit Direktor des Institute of Germanic Studies. Er war dann auch Gastprofessor außerhalb Londons an verschiedenen Einrichtungen in Mainz, Hannover, Heidelberg, Tokio, Wien und Salzburg. Sie sehen eine breite, ein breites Wirkungsfeld mit einem Schwerpunkt in London, wo er schon eben viele Jahre ist. Die Forschungsschwerpunkte, die liegen entsprechend auch den Studien unter anderem in dem Aspekt Wissenschaft und Musik in Bezug auf die Literatur, insbesondere deutschsprachige Literatur. Wir werden, oder man kann es sehen, dass die Musik in einer ganzen Reihe von Publikationen eine interessante Rolle spielt. Er hat auch über Theorie der Dichtung gearbeitet, insbesondere in der Jahrhundertwende, und dort einen Begriff geprägt, den man sich vielleicht merken kann, nämlich Pluralektiken im Unterschied zu Dialektiken. Und er hat mit solchen systematischen Aspekten dann eine Vielzahl von Studien vorgelegt zu einer Reihe von vor allem deutschsprachigen Autoren aus der Moderne. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Bücher Rüdiger Görner geschrieben hat, dann wird man als Kollege im Fach relativ klein. Denn es sind, glaube ich, im Schnitt, ich habe mir das angeschaut, so ungefähr 2 bis 3 Bücher pro Jahr, die Rüdiger Görner produziert hat. Und ich habe gerade gehört, das ist eine Art Notwehr, Schreiben als Notwehr, wenn ich das so zitieren darf. Vielleicht können Sie das oder wollen Sie selber noch kommentieren. Aber ich will nur die Autoren nennen, die hier auftauchen. Kafka, Kokoschka, Hölderlin, Georg Trakl, Stefan Zweig, Nietzsche, Rilke, Kleist, Hoffmannsthal und so weiter. Und natürlich dann auch ästhetische, grundlegende Untersuchungen wie über die 5 Sinne. Was auch nicht ungenannt bleiben kann, ist, dass er sich jüngst auch geäußert hat oder äußert zu dem Brexit-Referendum, das natürlich uns auch hier weit weg oder relativ weit weg von dieser Insel beschäftigt. Ich will noch darauf hinweisen, nicht nur, dass Rüdiger Görner auch in verschiedenen großen Medien wie der FAZ oder auch der NZZ zu lesen ist und auch im Rundfunk vielfach zu hören ist, sondern auch, dass er auch als Autor eine ganze Reihe von Texten vorgelegt hat, Lyrik, Erzählungen, auch Roman. Und wahrscheinlich zum Teil auch dafür folgen dann Preise, wie der Deutsche Sprachpreis 2012 oder der Preis der Alexander von Humboldt Stiftung für das Lebenswerk und auch ein Bundesverdienstkreuz für das Wirken im deutsch-britischen Kulturaustausch.
Insbesondere will ich noch abschließend darauf hinweisen, natürlich, dass Rüdiger Görner uns auch deshalb aufgefallen ist und interessiert, weil er eine ganze Reihe von Arbeiten zu Thomas Mann vorgelegt hat, die ich nicht im Detail, aber mindestens am Rand erwähnen will, sind hier nicht weniger als zwei Monographien. Die erste ist 2005 erschienen mit dem Titel Der Zauberer des Letzten, wo es um Spätzeit, Endzeit geht, um Abendstimmungen, aber auch Todessehnsucht, Verfallsformen, eben das, der Zauber des Letzten, ein Motiv, das er untersucht von den frühen Buddenbrooks bis zu Felix Kohl. Und dann das noch nicht lange erschienene, 2018 erschienene Buch über das Erzählen, über die erzählte Welt bei Thomas Mann im Metzler Verlag erschienen, das nicht die bisher bekannten klassischen Formen des Erzählens untersucht, sondern weniger bekannte Formen des Erzählens, wie zum Beispiel das lyrisch-idyllische oder die Don Quixoterie, hinter der er zum Teil dann auch den kamouflierten Autor entdeckt. Man könnte dem noch hinzufügen, an die Seite stellen, eine Reihe von Essays zu Thomas Mann, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, aber Sie sehen ganz klar, dass Rüdiger Görner auch ein eminenter Thomas Mann-Spezialist ist. Und ich verrate, glaube ich, nicht allzu viel, dass es nicht seine letzten Arbeiten zu Thomas Mann sein werden, die ich hier angeführt habe. Das wird er wahrscheinlich selber auch tun, wenn er sich gleich eben jetzt zu dem Vortrag zum Thema äußert, eben sich ins Bild rücken und es beim Wort nehmen, ein wunderbarer Titel, der sich den visuellen Medien bei Thomas Mann widmet. Wir freuen uns sehr, lieber Rüdiger Görner, auf Ihren Vortrag. Da ich hier sprechen soll, ist es begreiflich, dass ich mir Gedanken mache über die Eigentümlichkeit und den Reiz einer Situation, in die ich ganz überraschend gekommen bin, und zwar durch die gütige Vermittlung der Berliner Lessing-Hochschule, die ich denn doch dankend erwähnen möchte. Ich erinnere mich dabei einer anderen Lebenslage, die schon eine ganze Reihe von Jahren blieb und der heutigen verwandt war, wenn sie ihr auch wohl noch nicht ganz gewachsen gewesen sein mag. Das war damals, als ich zum ersten Mal, zwar vielleicht einige Monate nach dem Kriege, für den Rundfunk einen Vortrag hielt, und zwar auf Einladung des Südwestdeutschen Rundfunks in Frankfurt am Main. Das Gefühl, das ich damals hatte, wiederholt sich heute in verstärktem Maße. Ich erlebte es damals zum ersten Mal, dass das Publikum, zu dem ich sprach, nicht in sinnlicher und gesellschaftlicher Gegenwart sich vor mir befand, nicht durch die vier Wände eines Saales zusammengefasst, sondern dass es unsichtbar, unhörbar, weit über die ganze Welt hin zerstreut meinen Worten zuhörte, die mir beim Sprechen von Zeit zu Zeit einfiel. Heute nun ist dieses Publikum, zu dem ich spreche, nicht nur räumlich von mir getrennt, sondern es ist in der Zeit von mir entrückt. Und ich spreche zu einem zukünftigen Publikum in die Zeit hinein. Das ist das Fantastische und Exzentrische, fast möchte ich sagen, das ich in dieser Situation empfinde. Ich erwähnte, dass ich diesen Reiz und diesen fantastischen Zauber der Berliner Lessing-Hochschule verdanke. Und Lessing ist es ja, mit dessen Persönlichkeit all Deutschland sich in diesen Tagen beschäftigt, anlässlich seines 200-jährigen Geburtstags. Auch ich hatte die Ehre,
zu einem Berliner Publikum über Lessing sprechen zu dürfen, in der Akademie der Künste. Und es mag mir verstattet sein, bei dieser Gelegenheit aus dem Vortrag, den ich gestern dort gehalten habe, einige Episoden zu wiederholen. Ich sagte da, dass zuweilen der Begriff des Klassischen uns in einem mythischen Licht erscheinen will. Dass die Bedeutung, die man gewöhnlich diesem Worte beilegt, dieser Sinn von Schulgerechtheit und Mustergültigkeit, uns matt und trocken, abstrakt und blutlos anmutet, und wir haben dann Lust, seiner humanistischen Verblasenheit Charakter zu verleihen, indem wir ihn bedingen. Meine Damen und Herren, an meiner Freude, hier stehen zu dürfen, hat sich nichts geändert. Ich danke ganz, ganz herzlich Frau Benedikt Stein und Ihnen, Herr Kilcher, für diese immens generöse Einführung, für die Einladung, hier vor Ihnen etwas ausbreiten zu dürfen, was sich als dritte Thomas Mann Lecture vor allem mit dem auseinandersetzt, was Sie gerade gehört haben, nämlich die mediale Präsenz und das Verhältnis Thomas Manns zu diesen Medien. Ich möchte aber doch, bevor wir zum Verhandeln dieser Sache kommen, wenigstens ein kurzes Wort aus meiner Sicht, wenn auch ein unberufenes, zu diesem besonderen Schauplatz hier sagen. Verbindet sich doch mit dieser Aula der Erbauer, der Name des Erbauers dieser Hallen, nämlich Gottfried Semper, eine mir durchaus wesenswichtige deutsch-englisch-schweizerische Symbiose, wenn Sie so wollen, für die auch sein Mitstreiter im Bereich der Literatur- und Kunstgeschichte steht, nämlich Gottfried Kinkel. Semper, der Freund Richard Wagners, in der Architektur ein Klassizist und Rebell in einer Person, in dem sich die disparaten Erfahrungen im revolutionären Dresden, im weltstädtischen London, wie im zünftigen, großbürgerlich und sagen wir damals noch weltanläufigen Zürich, seiner Gestalt und seiner Zeit zu einer Fülle vereint hatten. Dieser Gottfried Semper schuf keine bloßen Gebäude, sondern architektonische Auren. Und Kinkel, der nach 1850 in London Vorlesungen über deutschsprachige Literatur hielt, schon damals kein leichtes Unterfangen, der im Crystal Palace vor großem Publikum über Kunstgeschichte las und damit wie nebenbei dieses Fach auf den britischen Inseln etablierte, um diese Praxis dann hier in Zürich fortzusetzen und in der Gründung des hiesigen Kupferstichkabinetts sammlungssymbolisch zu konzentrieren. Sie waren allesamt Intermedialisten avant la lettre. Heute Abend aber ist in literarisch-bildmedialer Hinsicht von Thomas Mann zu handeln und erlauben Sie mir daher, diese einleitenden Bemerkungen mit einem persönlichen Wort zu beschließen. Als ich zuletzt in Zürich über Thomas Mann zu sprechen die Ehre hatte, über den Zauber des Letzten, Herr Kilcher war so freundlich, das zu nennen, in seinem Werk dieses Motiv, das sein frühes Interesse am Späten erwägend bildete dann auch dieser Vortrag die Keimzelle zu einem buchgleichen Titels. Damit verhält es sich heute anders. Dieser Vortrag ist einem Arbeitsprojekt abgewonnen, das ich in Zusammenarbeit mit meiner hochgeschätzten Kollegin Frau Katharina Latifi im kommenden Jahr als Buch vorlegen möchte. Es nimmt die bildliche Selbstdarstellung vermittels Porträtaufnahmen Thomas Manns kritisch in den Blick und versucht damit eine Würdigung seines Interesses am fotografischen Medium. Hier aber sei eine andere Akzentsetzung dieser vielschichtigen Thematik vorgestellt, die Grundlegendes behandeln möchte, nämlich den Fall
eines wohl eher unvermuteten Zugangs zum Problemfeld des Medialen bei Thomas Mann mit Schwerpunkt auf den 20er Jahren. Herr Kilcher hat mit seiner Bemerkung hinsichtlich dessen, was heute im Seminar bei Ihnen offenbar verhandelt wurde, schon einen wesentlichen Hinweis gegeben auf das, was das dann werden soll. Und damit darf ich zunächst einmal etwas zu diesem filmischen Vorspann sagen. Dieser filmische Vorspann gewissermaßen als Medienreflexion, wobei diese Medienreflexion nun einer kurzen Betrachtung unterzogen sei. Mit Feiern, Sie haben es gehört, zum 200. Geburtstag Gotthold Ephraim Lessings bekam auch für Thomas Mann das Jahr 1929. Es begann in einer Weise, die für ihn unvermutet war, wie für viele andere auch. Es endete bekanntlich mit der bis dahin größten Finanzkatastrophe, ausgelöst durch den Börsenkrach in der New Yorker Wall Street und in Stockholm mit der Verleihung des Literaturnobelpreises an ihn, den in seiner Zeit versiertesten Sprachkünstler deutscher Zunge. Pünktlich zu Lessings Geburtstag hatte Thomas Mann dem Berliner Tageblatt einen Essay zu Lessings Gedächtnis abgeliefert und im Rotary Club München eine Miszelle zu Lessings kritischem Luthertum vorgetragen und ihn darin als einen unbedingten Vertreter des Itzt, ein Lieblingswort Lessings bekanntermaßen, des Itzt, des Gegenwärtigen, des geistig Lebendigen vorgestellt, der ganz im Sinne der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung Nietzsches sich dagegen verwahrt habe, den Buchstaben der Historie das Lebensgegenwärtige erschlagen zu lassen, so Thomas Mann. Aus der unmittelbaren Gegenwart in die Zukunft zu sprechen, in eine zukünftige Zeit, das hatte für Thomas Mann in jenem Jahr auch eben eine mediale Komponente gewonnen. Ja, dieses merkwürdige Zeitverhältnis war erst durch dieses neue Medium für ihn akut geworden und leitete sich inhaltlich sogar unmittelbar von Lessing ab. Denn seine erste knapp vierminütige Tonfilmaufzeichnung, Sie haben sie gehört, galt Worten zum Gedächtnis Lessings. Thomas Mann vor laufender Kamera zu unbedingter Jetztzeit, konserviert freilich für eine spätere Vorführung, eben in der Zukunft. Ein Umstand, den er beim Sprechen eingangs betont reflektiert. Dieses neue Medium, dem er sich aussetzt, befördert Zeittäuschung. Wir haben es soeben erlebt, nach einem kaum hörbaren Vorgeplänkel in Sachen Regie, Thomas Mann gibt sich noch eine Spur angespannt, setzt er zum freien Sprechen an. Man vermutet eine geprobte Improvisation. Umschweifendes gehört hierbei zur Sache. Da ich hier sprechen soll, so beginnt er, das Sollen betonend, das Wollen ist impliziert. Denn die Situation, in der er sich hier im Studio befindet, habe Reiz und Eigentümlichkeit, wobei er das Ü geradezu parodistisch überspitzt. Überraschend sei diese Situation vermittelt durch die Berliner Dahlemer Lessing Hochschule, einem anspruchsvollen Weiterbildungsverein, dem zu jener Zeit der Psychologe Ludwig Lewin vorstand und zu dessen Gastdozenten vieles, was Rang und Namen in Literaturwissenschaft und darstellender Kunst hatte, gehörte. Von Thomas Mann bis Albert Einstein, Theodor Heuss, Max Liebermann, Lise Meitner, Tilla Durieu und Mary Wigman, ebenso wie vor dem Ersten Weltkrieg noch die prominente Frauenrechtlerin Helene Stöcker. Lessingscher Geist wehte also im Studio eines neuen Mediums, das sich der Aufklärung durch Bildung verschreiben wollte, aus Thomas Manns Sicht in Lessings Namen, wobei er wie nebenbei causeurhaft analytisch gestimmt auch Aufklärung über dieses neue Medium bietet. Ein Relikt der alten Zeit bleibt nahezu verdeckt, bei dieser Aufnahme gleichfalls präsent. Der fotoatelierhaft wirkende Stuhl, auf dem Thomas Mann sitzt, der renaissancehaft anmutet und dem Lübecker Ratssaal entnommen sein könnte. Thomas Mann selbst, so souverän, wie man einem neuen Medium gegenüber nur sein kann, mit gesteiftem, blütenweißem Einstecktuch, breitem, sorgfältig gestutztem Schnurrbart
und betont glatt gekämmten und gescheiteltem Haar, durchaus nicht steif sitzend, sondern bewegungsaktiv, gleichsam von der neuen Mediensituation bewegt und sich einleitend zum Schein improvisierend an einen in Frankfurt kurz nach dem Krieg gehaltenen Rundfunkvortrag erinnernd, über dessen Inhalt er sich nicht weiter äußert, aber dafür einen Medienvergleich anstrengt. Rundfunk- und Tonfilmaufnahme versucht er zueinander in Beziehung zu setzen. Das damals im Frankfurter Studio wiederhole sich nun vor der Kamera, so meint er. Und damals habe er zum ersten Mal erlebt, was es denn bedeute. Und dabei öffnet er, Selbstentspannung andeutend, sein Anzugsjackett. Die Weste wird sichtbar und es blitzt kurze Zeit die Uhrenkette auf, vor einem unsichtbaren Publikum, ohne dessen sinnliche Präsenz zu sprechen. Weit über die Welt verstreut, aber eben doch präsent zum Zeitpunkt der Rede. Aber handelte es sich um eine Aufzeichnung? Nunmehr sei das Publikum eben nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich vom Sprecher getrennt. Die Medienreflexion, das für ihn Besondere dieser Situation, scheint in dieser Phase überhand zu nehmen. Vergessen ist für den Augenblick, dass es eigentlich um Lessing geht. Thomas Mann spricht eher über Ich und das neue Medium, betreibt also Aufklärung über diese ungewohnte mediale Praxis. Er scheint sich augenscheinlich wohlzufühlen vor der Kamera. Die Körperbewegungen, das immer wieder erkennbare Wiegen des Oberkörpers, das sich zurücklehnen, ja zurückwerfen des Kopfes, signalisiert Souveränität im Umgang mit diesem Sprechen in die Zukunft, zu einem zukünftigen Publikum in die Zeit hinein. Die zuweilen eingesetzten lässigen Handgesten sprechen zudem für das Empfinden einer gewissen beiläufigen Selbstverständlichkeit, mit der er sich hier vor der Kamera äußert. Was er beim Nachdenken über diese Situation empfindet, sei es etwas Fantastisches, ja man möchte ergänzen, für einen literarischen Großbürger sogar Exzentrisches, ihm auch medial eine Sonderstellung Schaffendes. Erst jetzt, nach über 3 Minuten der 4-minütigen Aufnahme, kommt Thomas Mann explizit auf Lessing zu sprechen, wobei er auf seine gestrige Berliner Akademierede verweist, um einige Episoden daraus zu wiederholen. Wiederum ist die Körperbewegung bezeichnend. Bereits wie ein Routinier vor der Kamera wechselt er zwischen entspannter Haltung und einem sich leichten, Vertraulichkeit mit dem zukünftig sehend hörenden Publikum, suggerierenden und erheischenden nach vorne beugen, wenn er davon spricht, dass es ihm doch verstattet sei, etwas aus dieser Rede auch in diesem Medium zum Besten zu geben. Das gestern Gesagte wird ins Studio heute transponiert, um dort in die Zukunft projiziert zu werden. Er setzt galant, um nicht zu sagen leicht zelebratorisch, seine Lesebrille auf, wobei die funktionale Bewegung der linken Hand in eine dem Begriff des Klassischen, mit dem seine Wiederholung einer Redeepisode einsetzt, qualitativ hervorhebenden Geste mündet, begleitet von einem bei diesem Wort aufmerkenden, sich dem Stuhl erneut, sich zurechtsetzend begleitet wird. Er will diesen Begriff des Klassischen von seiner lebensfernen Staubtrockenheit, wie ihn die Schulästhetik verstehen will, befreien. Stattdessen solle man ihm, dem Klassischen, neuen Charakter verleihen, ihn durch unser Handeln bedingen, also ihn neu begründen und mit entsprechenden Dingen versehen, etwa mit diesem neuen Medium, durch das er seine Überlegungen vermittelte, das ich aber auch seiner Person bediene. Bei diesem Endhöhepunkt der Tonfilmaufzeichnung nimmt Thomas Mann ostentativ wieder seine Brille ab. Die Geste ist eindeutig. Gesagt ist, was zu sagen war. Das künftige Publikum mag damit getrost verfahren, wie es beliebt. Mein zweiter Abschnitt hier gilt psychoästhetischen Medialitäten, wie ich das mal nennen möchte. Schreiben, literarisches Schreiben, meine Damen und Herren, bedeutet ein von Narzissmen nie ganz freies sich abarbeiten am eigenen, am Selbst.
Das Selbst sei hier als reflektierter Ich-Bezug verstanden. Gerade in der kritischen Selbstdarstellung gewinnt dieser Ich-Bezug auch dann eine gestaltende und damit ästhetische Dimension, wenn diese um Abstand zum eigenen Ich bemüht ist. Literarisch hat diesen Abstand wohl am konsequentesten Franz Kafka verwirklicht. Nicht umsonst hat man ihn als einen Solipsisten ohne Ipse, also ohne Selbst, charakterisiert. Selbstdarstellung meint, ein Bild oder mehrere Bilder von sich selbst entwerfen. Ob diesen Bemühungen vorausgeht, dass wir uns von anderen ein Bild machen, oder ob dieser Selbstbildentwurf dann erst geschieht, wenn wir eine gewisse Übung darin haben, uns von uns selbst ein Bild zu machen, ist letztlich eine Veranlagungssache. Gottfried Benn hätte gesagt, das ist eine Frage des Stils. Schriftsteller können kaum anders als solche Bilder von sich, mehr oder minder verdeckt, zu skizzieren. Diese Bezeichnung für einen Beruf, der immer auch innere Berufung ist oder doch sein sollte, leitet sich wohl daraus ab, dass Schreibende von ihrer Schrift, also dem Geschriebenen, gestellt werden. So wie ein Täter gestellt wird, überführt einer an sich selbst und am anderen verübten Tat. Diese Tat besteht aus dem Bild, durch welches das eigene oder andere Ich fixiert wird. Das Bild, die Aufnahme, das geschriebene oder gemalte Porträt ist der festgestellte Augenblick, nur schwer nachträglich korrigierbar. Entspricht man aber diesem Bild im Leben, im Werk, bemüht man sich darum, ihm, diesem Entwurf vom eigenen Selbst, wirklich zu genügen? Daraus kann sich ein Lebensprogramm ergeben. Friedrich Nietzsches berühmtes Diktum aus Ecce Homo abwandelnd wäre zu sagen, wie man wird, was man laut des Bildes zu sein scheint. Oder sind solche oft gestellten, sorgfältig vorbereiteten Momentaufnahmen nichts als bildliche Etappen, die einen Augenblick auf einem Lebensweg dokumentieren? Im Zeitalter des Selfies wirken dergleichen Überlegungen scheinbar überflüssig. Rückt der passionierte Selfist sich doch beständig ins Bild, um sich daraufhin in die Welt zu posten, mit Hilfe der vermeintlich sozialen Medien. Dieser Trend zur Persönlichkeitsmomentaufnahme, die jedoch weit entfernt ist von einem Persönlichkeitsbild im eigentlichen Sinne, hat etwas gemein mit dem Bedürfnis nach Selbstvergewisserung, Selbstbestätigung in einer Welt der Vermassung. Nach dem Motto, seht her, auch ich in Arkadien oder Shanghai oder schlicht, hoppla, ich lebe. Anders verhielten sich die Bildnachrichten vom Selbst zu einer Zeit, als das Porträtieren vermittels diverser Techniken und Ausdrucksformen noch erheblichen Aufwand bedeutete, einer künstlerischen oder mit kommerzieller Absicht kunsthandwerklichen Anstrengung. Denn die Porträtfotografie erfährt nach 1900 angesichts der aufkommenden harschen Kritik an einer überladenen Atelierästhetik eine markante Veränderung. Ihren Ausgang nimmt diese kritische Auseinandersetzung mit Bruno Meyers Studie über die bildenden und reproduzierenden Künste im 19. Jahrhundert von 1901. In ihrem Gefolge und damit im unmittelbaren Wahrnehmungshorizont Thomas Manns gewinnt das ästhetische Urteil Kontur, etwa bei Willi Warstadt, Fritz Matthijs Masuren und Josef Maria Eder. Die gestellte Fotografie sei nach ihnen Lüge und damit ein Verfallssymptom. Da fügte sich zweifelsfrei ins Bild, wenn in einem solchen Zeitklima gerade der junge Verfasser eines Romans mit dem Untertitel Verfall einer Familie mit dem Phänomen Porträtfotografie buchstäblich am eigenen Leib Erfahrung macht und diese erprobt und beinahe Aufnahme um Aufnahme jeweils eine eigene kleine Selbstdarstellungsästhetik eingefordert zu haben schien. Sie beinhaltete eine Verlagerung, und das ist diese vorhin benannte Verschiebung, sie beinhaltete eine Verlagerung vom Atelier des Fotografen in die häusliche Umgebung, namentlich, vor allem bei Thomas Mann, ins Arbeitszimmer,
wobei die frühen Aufnahmen Manns am Schreibtisch die atelierhafte Stilisierung der Positur und der mit ihr identischen Schaffensgeste geradezu emphatisch warten. Er sollte diese Haltung auch später noch beibehalten, als er sich wieder zu Atelieraufnahmen bereit erklärte, wenn man etwa an die bekannten Aufnahmen denkt, die der bedeutende armenisch-kanadische Fotograf Josef Karsch von Thomas Mann gemacht hat. Alle diese Aufnahmen zeigen Thomas Mann als parodierenden Repräsentanten seines Selbst im ästhetisierten spätbürgerlichen Zeitalter. Aber es geht mir hier und heute weniger um diese Seite des Medienbezugs bei Thomas Mann, sondern um sein Interesse an einer anderen Art Medium, nicht minder ein Erbstück oder Ausläufer aus dem fotografisch bewussten, vielleicht sogar besessenen 19. Jahrhundert. Hatte es sich doch zur optisch mysteriösen Leidenschaft gemacht, spirituelle Phänomene auf Silbernitritpapier oder später Glasplatten einzufangen und abzubilden. Was ein Medium ist. Voyeur war Thomas Mann fraglos, ohne jedoch zum Voyeuristen zu werden. Denn auf die Gesamtschau kam es ihm bleibend an, weniger auf die Schlüssellochperspektive. Das schloss die Betrachtung des einzelnen Phänomens natürlich ein, ging aber nicht auf Kosten des bildlichen und anschaulichen Zusammenhangs. Erzählend ließ sich beides verbinden, wie ja ohnehin der Roman nicht nur im Verständnis Thomas Manns als das integrierende Medium schlechthin galt. Am Rande der alliterierenden Tautologie bewegt sich, wer die Erzählkunst als Metamedium bezeichnete, das die anderen Medien medialisiert. Unbestritten freilich ist, dass der Roman als Intermedium von Wahrnehmung und Fantasie, Analyse und Vorstellung wirken kann. Der Roman ist die Form des Intermedialen schlechthin, da er ganz im Sinne der frühromantischen Erzähltheorie eines Friedrich Schlegel Imaginations- und Reflexionsorgan in einem ist. Innovationen generiert, sprich erzählt der Roman quasi aus sich heraus. Es wäre nicht weiter von Belang, wollte man nun auf dieser gut eingeschliffenen Schiene der Untersuchung intermedialer Phänomene bei Thomas Mann einfach weiterfahren, noch einmal das Grammophon in seiner Werkfunktionalität zu bedenken, das musikalische Erzählen zudem, die Bildlichkeit der Sprache Thomas Manns des Weiteren, die anschaulich bleibt und dabei beinahe ohne Ekphrasis auskommt. Wir wollen anders vorgehen im Themenzusammenhang des visuell Intermedialen oder, genauer gefasst, der Deutungsdauer im Medienwechsel und damit dem Sinn eines Textes auf die Spur kommen, der Thomas Mann offenbar wichtig geblieben ist. 1924 gleich zweimal veröffentlicht als Beitrag in der Neuen Rundschau und als Buchausgabe, dann in den gesammelten Werken in Einzelausgaben 1925 und unverändert wieder in Altes und Neues, der kleinen Prosa aus 5 Jahrzehnten. 1953. Die Rede ist von seinem Essaybericht Okkulte Erlebnisse, von der Forschung eher gemieden und wenn behandelt, dann allenfalls im Hinblick auf den Zauberberg, ein erzählend berichtendes Essay und damit an sich schon ein mediales Mixtum Compositum im Bereich der literarischen Gattungsmedien, von Thomas Mann selbst mit gespielter Verschämtheit eingeführt. Das Thema errege, so meint er suffisant, geringschätziges Befremden. Man könne es als schrullenhaft, abwegig, gar ehrlos verwerfen, zumal von einem kritischen Publikum, so Thomas Mann in seiner eröffnenden Captatio Modestiae zu diesem Essay über das Okkulte. Und etwas von dieser Befangenheit überträgt sich ja auch auf einen selbst, wenn man Okkultes und damit die Grenzen des kritischen Vermögens gerade hier am Ort der reinen Wissenschaft in Rede stellt. Und ich gebe zu, dass ich auch selbst bislang den Text eher gemieden habe, weil das Signalwort Okkult eher Unbehagen auslöst und so gar nicht
zu unseren Vorstellungen von Thomas Mann passen will, die durch das gedeckt sind, was er selbst von sich behauptete, nämlich 1924. Diese Erlebnisse im Hause des notorischen Dr. Albert Freiherr von Schrenck-Notzing, einem Schwabinger Spezialisten für Nervenkrankheiten und Sexualpathologie dazu. Er nannte sie eine Verführung fort von dem, was mir, Thomas Mann, obliegt, zu Dingen, die mich nichts angehen sollten, die aber gleichwohl auf meine Fantasie und auf meinen Intellekt einen so scharfen, fuselartigen Reiz ausüben. Fuselartig im Vergleich mit dem Sein des Geistes und der Gesittung, dass ich wohl verstehe, wie man ihnen lasterhafterweise verfallen oder über einer monomanischen, närrisch-müßigen Vertiefung in sie, der sittlichen Oberwelt, auf immer verloren gehen kann. Das Okkulte als schlecht vergorener Bachantismus, so mag man diese Erlebnisse begreifen. Und was dann folgt, wäre entsprechend leicht abzutun als ein in seinem Werk seltenes Beispiel für eine Verirrung. Lässt man sich aber auf diesen Text ein, dem drei Berichte über okkultische Sitzungen um die Jahreswende 1922-23 präludieren, dann erweist er sich als ein komplexes Gebilde von einem erheblichen poetologischen Aussagewert. Und als poetologischer Entwurf verstanden, ist diesem Text sogar Grundlegendes über das Phänomen des am optischen orientierten Intermedialen abzugewinnen, wobei sein Ausgangspunkt naturgemäß die ursprüngliche Bedeutung von Medium ist. Ort und Körper der Vermittlung von Grenzerfahrungen, die sich zwischen Sinn und Widersinn, Erklärbarem und Verwunderung begeben. Hinzu kommt ein weiteres. Diese eher ungewöhnliche Interpretation des Wortes visuelle Medialität ließe sich als abwegig abtun, fiele nicht ihre Verhaltens-, ja ideologiekritische Bedeutung mit ins Gewicht. Zudem nimmt sie vorweg, und das um über 2,5 Jahrzehnte, womit Theodor W. Adorno seine Minima Moralia von 1951 beschließen sollte, nämlich mit ausführlichen Thesen und Reflexionen gegen den Okkultismus. So wichtig waren sie ihm, dass sie darin das umfangreichste Einzelnotat mit 6 größeren Abschnitten bilden. 3 Thesen seien daraus hervorgehoben, die dem Kern von Thomas Manns erzählerisch gebotener Medien und damit Kulturkritik analytisch entsprechen. Geist, so Adorno, dissoziiert sich in Geister und büßt darüber die Fähigkeit ein, zu erkennen, dass es jene, eben diese Geister, nicht gibt. Und weiter, im Wissen um die Zeit, im Zeitalter des Totalitarismus inszenierte Menschheitskatastrophe, Adorno, jene kleinen Weisen, die vor der Kristallkugel ihre Klienten terrorisieren, sind Spielzeugmodelle der Großen, die das Schicksal der Menschheit in Händen halten oder zu halten glauben. So wie schließlich eine These, die uns zum erzählerischen Ansatz Thomas Manns zurückführt. Okkultismus ist eine Reflexbewegung auf die Subjektivierung allen Sinns. Das Komplement zur Verdinglichung, so Adorno. Im Erzählessay Okkulte Erlebnisse nun wirken nicht definierte Kräfte auf dieses alle Sinne subjektivierende Körpermedium und lassen es als Experimentarium erscheinen, das nicht der Verifizierung oder Falsifizierung von Hypothesen gilt, sondern einzig und allein der Veranschaulichung, dass das Wunderliche scheinorganische Formen annehmen kann. Verschwiegen sei nicht, dass Thomas Mann ein Exemplar der 1924 in Leipzig hergestellten Luxusausgabe der okkulten Erlebnisse auch 1952 noch für wert hielt, mit einer übertrieben exaltierten Widmung der in Beverly Hills gestrandeten einstigen Wiener Operetten-Diva Fritzi Massari zusammen mit einem seidenen Reiseschlafrock zum Geburtstag zu überreichen.
In inhaltlich gewichtigerem Zusammenhang hatte Thomas Mann dann genau 2 Jahre später Anlass, sich nochmals der okkulten Erlebnisse zu erinnern, neben der Vorbereitung des Essaybandes Altes und Neues, vor allem die Auseinandersetzung mit Aldous Huxleys Lob des Mescalin, veröffentlicht unter dem Titel The Doors of Perception. Wenngleich ihn die Vorstellung von Bewusstseinsveränderungen im toxischen Rausch, über die er in der Zeitschrift Neue Wissenschaft gelesen hatte, befremdete und er die Ästhetisierung des Mescalinrausches für bedenklich hielt, eingedenk seines schlechten Gewissens, weil ich abends ein bisschen Sekonal und Phanodorm nehme, um besser schlafen zu können, wie zu erwähnen ist, er versäumte keineswegs, sich augenscheinlich kritisch, intensiv kritisch mit Huxley auseinanderzusetzen, wobei er immer wieder betont, dass dieser Mescalinrausch eines hervorruft, was sonst eben nicht zu erreichen sei, nämlich visuelle Bilder hervorzuholen, die im Verborgenen schlummern. Als Äußerstes auf diesem Gebiet verwies er auf seinen Erzählessay erneut »Okkulte Erlebnisse«, den er, wie er sagt, für ziemlich weit links angesiedelt ansah, im Sinne von tolerant, progressiv, das war die Meinung. Eines ist dieser Text freilich in jedem Fall selbst, eine Art Intermedium steht er doch eben zwischen zwei diversen Prosa-Genres. Okkultismus sei experimentell gewordene Metaphysik, befindet Thomas Mann in seinen theoretischen Überlegungen, die er auffälligerweise der Erzählung seiner einschlägigen Münchner Erlebnisse im Hause von Schrenck-Notzing vorschaltete. Sie laufen auf eine, man glaubt, augenzwinkende Apologie des Okkulten hinaus, weil es, so seine These, der exakten Naturwissenschaft durchaus gut anstehe, sich über jene Berührungspunkte mit dem metaphysischen Rechenschaft abzulegen. Dem Medium schreibt er sogar eine prinzipielle Bedeutung zu. Sie erscheint ihm als eine Art Lehre. Denn im Mediumismus und Sonambulismus, der Quelle der okkulten Phänomene, mischt sich das Geheimnis des organischen Lebens mit den übersinnlichen Geheimnissen. Und diese Mischung ist trüb. Hier nämlich handelt es sich nicht länger um Geist, Niveau, Geschmack, um nichts in Kühnheit Schönes. Hier ist Natur im Spiel und das ist ein unreines, skurriles, boshaftes und dämonisch zweideutiges Element. Das Okkulte als Mediumismus grenzt Thomas Mann freilich von intellektueller Metaphysik ebenso ab wie von einer sich selbst transzendierenden Kunst. Beispiel für Ersteres ist ihm bekanntlich Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung, wogegen Wagners Tristan und Isolde für ihn das Opus Metaphysicum schlechthin darstellt. Er grenzt beide Zugänge zum Metaphysischen vom Okkultismus ab, den Schrenck-Notzing durch Untersuchungen zum Phänomen der Materialisation okkulter Vorgänge angereichert oder je nach Standpunkt in weiteren Verruf gebracht hatte. Aufschlussreich nun ist die historisch begründete, differenzierte Wahrnehmung von Schrenck-Notzigs Thesen, auf die Thomas Mann verweist. Der Weltkrieg habe einen so viel ungeahnten Chaos verursacht und habe uns gezwungen, Unerhörtes anzunehmen und zu erleben, dass nach 1918 okkulte Phänomene eben deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden seien. Übrigens vor allem auch im Angelsächsischen, was Thomas Mann genau vermerkt. Ob Telepathie, Wahrtraum oder zweites Gesicht, für den Schriftsteller und Kulturkritiker Thomas Mann war das Okkulte allein schon deswegen von Interesse, weil es zum Problembereich der zweiten Wirklichkeit gehört, die mit der Kunst eine zumindest mittelbare Verwandtschaft pflegt. Nun ist es für unseren Themenzusammenhang von besonderer Bedeutung, dass er seine novellistischen Essay, die eigentlichen Erlebnisse betreffend, mit einer dezidiert visuell ausgerichteten Konstellation beginnt. Ein namenloser Herr, Künstler, Maler, Zeichner
von einem humoristischen Blatt beauftragt, meine Karikatur zu zeichnen, erweist sich, wenn nicht als Medium, so doch als Mittler zwischen der Welt des Schriftstellers und jener Schrenck-Notzings. Bezeichnend nun ist der Umstand, dass das Gespräch zwischen Thomas Mann oder sagen wir auch hier vorsichtiger dem Ich der okkulten Erlebnisse und dem Karikaturisten überhaupt auf den Herrn Schrenck-Notzing zu sprechen kam, während er mir eine schiefe Nase zeichnete und überhaupt mich mit dem Stift verspottete. Es ist der Karikaturist, der Bescheid weiß über das, was im Hause von Schrenck-Notzing vorgeht, und dass dort ein neues Medium zugange sei, ein junger Mensch, ein halber Knabe, wie es heißt, Willi S., mit Namen Zahntechniker seines Zeichens und dabei ein physikalischer Tausendsassa, mit dem Schrenck ganz tolle Erscheinungen zeitige. Das bedeutet zum einen, dass das okkulte Medium seinerseits ein Mehrfachtalent sei. Zum anderen spricht diese Ausgangskonstellation dafür, dass wir das Folgende auch unter den Voraussetzungen des Karikaturistischen, also des ironisch bis satirisch Verzerrten zu sehen haben. Gerade weil dieser Tausendsassa sich in der Physik auskenne, solle seine paraphysikalische Vermittlungsleistung an Glaubwürdigkeit gewinnen. Das Ich des Textes fährt nun gemeinsam mit dem Satiriker mit der Tram zur Seance, wo sich die naturwissenschaftlich-medizinischen Teilnehmer, wie es heißt, mit den laienhaft-geistigen der Schwabinger Bohème die Waage halten. Dieses Ich versteht sich als ein positiver Skeptiker, das gekommen war, um zu sehen, was zu sehen sein würde. Etwas zwischen Betrug und Wirklichkeit. Vielleicht eine Art Naturbetrug, die ebenso gut als Realität anzusprechen wäre. Der positive Skeptizismus des essayierenden Ich-Erzählers führt ihn ohne dies zu der Annahme, dass Betrug und Wirklichkeit trotz aller nuancierenden Zwischenstufen womöglich zusammenfallen und eins waren. Wie auch immer, visuelle Phänomene spielen hier die Hauptrolle. Das Sehen des gewöhnlich Unsichtbaren, die wechselnden Perspektiven auf das Medium und die vom Medium generierten Perspektivismen. Auffällig auch der Vergleich der Örtlichkeit des okkulten Geschehens mit der Künstlichkeit eines fotografischen Ateliers, einem Ort, der, wie erwähnt, für den Selbstdarstellungsdrang Thomas Manns in jener Zeit gleichfalls an kritischer Bedeutung gewonnen hatte. Was sagt der Text damit aus? Dass die Porträtaufnahme in gewisser Hinsicht mit dem Bild eines okkulten Phantomphänomens vergleichbar sei? Dass die Plausibilität im Porträt den wahren Charakter abgebildet zu haben, nicht minder trügerisch sei als der Wahrheits- und Wirklichkeitsgehalt eines Phantombildes ohne einer gestellten Atelieraufnahme. Im ersten der drei, dem Erzählessay vorausgehenden Berichte, offenbar unmittelbar nach dem Erlebnis okkulter Sitzungen entstanden, finden sich zwei Elemente vermerkt, die in der Erzählung deutlich abgeschwächt in Erscheinung treten. Einmal die Rotdunkelheit, gewissermaßen das Rotlichtmilieu, das den kontrollierten Trancezustand des Mediums fördert. Und dann der Verweis auf das Erschütternde im Medium, das die plötzliche Verbindung von Organischem und Mystischem bewirkt habe, einem Gebärakt, wie es heißt, und einer Erektion zugleich. Von psychophysischer Arbeit ist hier im Bericht die Rede, in der Erzählung sogar unüberhörbar kritisch von einer psychischen Abrichtung des Mediums durch den Veranstalter Schrenck-Notzing. Die evidenten sexuellen Konnotationen sind in der Erzählung auf ein den Trancezustand signalisierendes Krampfzittern reduziert. Die Betonung der Versatilität und Variabilität in der medialen Erfahrung und seiner primär visuellen Komponenten liest sich wie ein Vorgriff auf unser pluralistisches Verständnis von Intermedialität, das als Begriff übrigens bei Samuel Taylor Coleridge zum ersten Mal auftaucht als Intermedium. Für Coleridge bezeichnet das Intermedium das allegorische Erzählen. Und es wird auch im Hinblick auf Thomas Manns okkultes Erlebnis zu fragen sein, inwiefern hier visuell allegorische Intentionen beim Gestalten dieses Textes mitwirkten bzw. erkennbar sind.
Bevor hier abschließend das Problem der ästhetischen Funktion von okkulten Erlebnissen aufzuwerfen ist, steht die Antwort des Ich-Erzählers auf die Frage, was habe ich denn nun also gesehen? Er hatte sich immerhin unbestochene Augen zugeschrieben und damit einen unvoreingenommenen und unverfälschten Blick auf die für den bloßen Verstand unerhörten Begebenheiten. Gesehen hatte dieses Ich das Paradoxe schlechthin, das in sich Widersprüchliche, letztlich mit der Ratio Unvereinbare. Somit sah es, dass es etwas neben der Ratio geben müsse, gleichberechtigt mit dieser, aber diametral anders geartet. Ein Arsenal, ja Medium von Phänomenen, in dem sich zumeist die Kunst bedient als Ambiguität des Visuellen. Der Erzähler erläutert, das Wesen der geschilderten Erscheinungen bringt es mit sich, dass auch dem, der mit Augen sah, der Gedanke an Betrug besonders nachträglich sich immer wieder aufdrängt. Und immer wieder wird er durch das Zeugnis der Sinne, durch die Besinnung auf seine ausgemachte Unmöglichkeit widerlegt und ausgeschaltet. Das, was das Medium an Erscheinungen hervorgerufen hat, erweist sich als Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung. Ihr Zeugnis ist notwendig mehrgestaltig und letztlich Ausgangspunkt für intermediales Gestalten in der heutigen Bedeutung des Wortes. Denn bei der Intermedialität und ästhetischen Hybridisierung handelt es sich wie bekannt primär um sinnlich begründete Funktionen mit einer entsprechenden Wirkungsweise narrativer Art. Wahrnehmungskritische Vernunfturteile tendieren dagegen eher zu kategorisierendem oder schematisierendem Vorgehen. Um zu vermitteln, was der nicht länger von seinem Begleiter karikierte oder satirisierte Erzähler das Medium an Ungeheuerlichkeiten vermitteln sah, bemüht er sich nun um eine eigenständige Begriffsbildung, die ihnen gerecht werden sollen. Das Naheliegende formuliert er zuerst und bezeichnet das Gesehene als eine okkulte Gaukelei des organischen Lebens, ein Etwas zwischen Betrug und Wirklichkeit. Eine alternative Bezeichnung zur okkulten Gaukelei bietet er auch an und spricht von unglücklich genug, wenn man an die spätere Verwendung des Begriffs im narzisstischen Vokabular denkt, untermenschlich tief verworrene Komplexe, die zugleich primitiv und kompliziert seien. Im folgenden Abschnitt bedient er sich des technischen Vokabulars der Wissenschaft, spricht von telekinetischen Phänomenen, okkulten Naturphänomenen der Materialisation und von der transitorischen Organisation von Energie außerhalb des medialen Organismus, der Exterritoration. Das sich selbst aufhebende Taschentuch, ein Phänomen in diesem Text, der erscheinende Armstumpf, das Schwingen der Tischglocke, ohne dass sie jemand berührt hat, das scheinbar ursachenlose Bedienen einer Schreibmaschine. Sie gehen, so der erzählende Essayist, vom exteriorisierten Medium selber aus. Was dann folgt, gleicht einer Parodie wissenschaftlichen Erklärens mit pseudorationalen Sprachmitteln. Etwas, was Sie dann später erleben werden im Felix Krull. Der betriebene Begriffsaufwand bei alledem ist beträchtlich. Sein Erklärungswert jedoch begrenzt, wenn überhaupt vorhanden. Umso erstaunlicher der Abspann, der Schlussabschnitt, der mit einem emphatischen Nein einsetzt, ein Nein des Erzählers zu dem, was er gesehen hat, eine Verneinung freilich, die eine Bejahung enthält, ganz im Sinne der Ambivalenzen dieser okkulten Erlebnisse. Zunächst verkündet der Ich-Erzähler, das Haus von Schrenck-Notzig nicht mehr aufzusuchen, denn ich liebe das, was ich die sittliche Ordnung nannte. Ich liebe das menschliche Gedicht, den klaren und humanen Gedanken. Ich verabscheue die Hirnverrenkung und den geistigen Pfuhl. Dann erfolgt die Abschwächung. Das eine oder andere Mal würde er sich doch noch etwa zu Schrenck-Notzig begeben, um dann zu präzisieren, zwei oder dreimal, nicht öfter.
Er mochte dieses Okkulte eben dann noch einmal sehen und dabei einsehen, dass es zu nichts führe und mir das Ganze für immer da aus dem Sinne schlagen. Die weitere Eingrenzung und der Selbstwiderspruch folgen auf dem Fuße. Ich will auch nicht zwei- oder dreimal noch dorthin gehen, sondern nur einmal. Nur noch ein einziges Mal und dann nie wieder. Man begreift an dieser Stelle, weshalb Thomas Mann Jahre später gerade diese Schrift im Zusammenhang mit der Mescalin-Verherrlichung durch Huxley in den Sinn kommen sollte. Denn im Grunde beschreibt sein Erzähler hier den Beginn einer Abhängigkeit. Einer visuellen Abhängigkeit. Die okkulten Erlebnisse haben das Zeug, selbst zur Droge zu werden. Geschildert wird der scheiternde Versuch einer Entwöhnung. Er, der mit dem Begriff der Gaukelei glaubte, die mit eigenen Augen gesehenen okkulten Phänomene benannt und damit gebannt zu haben, gaukelt nun sich selbst etwas vor. Denn abschließend befindet er: Ich will nichts weiter, als einmal noch das Taschentuch vor meinen Augen ins Rotlicht aufsteigen sehen. Das ist mir ins Blut gegangen. Ich kann es nicht vergessen. Noch einmal möchte ich gereckten Halses die Magennerven angerührt von Absurdität das Unmögliche sehen, das dennoch geschieht. Nach den letzten Zitaten fragt man mit dem Ich-Erzähl-Essayisten weniger, was habe ich denn nun also gesehen? Eher lautet die Frage, hat er sich versehen, in der Bedeutung von falsch gesehen und sich versehen, mit einer angemessenen Begrifflichkeit, nämlich um dieser Erfahrungen, dem eigentlichen Sehen und dem davon abhängig werden, gerecht zu werden. Erlauben Sie einige Bemerkungen zum Schluss unter den Stichworten einer Psychophysik, einer Ideoplastik oder eben mediale Konstruktionen als eine poetologische Allegorese. Das Visuelle beim Wortnehmen, das bedeutet hier zuletzt zu fragen, was haben wir verstanden, wenn wir begreifen, was es ist, dass dieses Ich den nun gesehen hat? Es dürfte einen besonderen Grund gehabt haben, dass Thomas Mann gerade diese abseitige bis abstruse Erfahrung mehrgestaltig aufarbeitete, eben in Form dreier Berichte und der späteren Essay-Erzählung. Und dass er sie zuletzt noch in seine große geistige Bilanz, den Essayband Altes und Neues, aufnahm. Es ist nämlich durchaus vorstellbar und sogar wahrscheinlich, dass ihm erst im Nachhinein, wenn überhaupt, bewusst wurde, wie enthüllend er den künstlerischen Arbeitsprozess durch die Beschreibung dieser dunklen Phänomene dargestellt hatte. Mit okkulte Erlebnisse war ihm nämlich mehr als nur eine Luxusausgabe für verblichene Operettendiven gelungen, eben nichts weniger als eine veritable poetologische Allegorese. Ihre Konturen und ihren Gehalt zu klären, das sei hier noch in wenigen Sätzen versucht. Denn indem diese Texte den Grenzbereich von pararationalen Phänomenen und unverhofften Einflüssen verhandeln, thematisieren sie das Problem der Inspiration wie den Prozess des künstlerischen Schaffens selbst und gleichzeitig eine zeittypische gesellschaftliche Praxis, die den politischen Irrationalismus fahrlässig ideologisierte. Zwar ist das in okkulte Erlebnisse geschilderte Medium keineswegs mit dem Künstler gleichzusetzen, schon deswegen nicht, weil es während der geschilderten Vorgänge passiv bleibt. Seine Leistung besteht im Anziehen psychophysikalischer Kräfte, die dann bestimmte optische Wirkungen zeitigen. Im künstlerischen Akt dagegen finden allseitige Aktivierungen diverser werkorientierter Potenziale statt. Gaukelei, Trug, Zweideutigkeit erweisen sich dabei als Formfunktionen. Das Ideoplastische, das in der Seance durch das Medium vermittelt, buchstäblich figuriert, erweist sich im künstlerischen Schaffensprozess als gestaltete und damit ästhetisch wirksame zweite Wirklichkeit, eben jene des Kunstwerks. Wenn sich das Taschentuch im Rotlicht wie von unsichtbarer Hand hebt oder einzelne Gliedmaßen ohne organischen Zusammenhang sichtbar werden, dann beschreibt Thomas Manns halb enthusiasmierter, halb skeptischer Erzähler hier einen Vorgang,
der im Kunstwerk die evokative Imaginativität bestimmter Bilder entspricht. Wenn im Kapitel Erfüllung in Königliche Hoheit Thomas Manns anachronistischem Lustspiel oder Kunstspiel in Prosa der Erzähler zu berichten weiß, damals schwebte alles in der Luft und niemand dachte etwas zu Ende, dann ist damit ein Zustand bezeichnet, der einem Vakuum gleicht, in dem sich Phantome jeder Art bilden können, eben auch die der politischen Lüge. Und ich denke, wir wissen heutzutage wieder ganz neu, was das bedeutet. Bei Thomas Mann kann sich dies auch in diskursiven Zusammenhängen zutragen. In der Betrachtung eines Unpolitischen erinnert er Einkehr, seine juvenile Lektüre von Schopenhauers Zaubertrank, einer Metaphysik, deren tiefstes Wesen eben Erotik sei, die Welt als Wille und Vorstellung eben. Und das, wie es heißt, tagelang hingestreckt auf ein sonderbar geformtes Langfauteuil oder Kanapee. Wesentlich hierbei ist, dass zwei Schritte von meinem Kanapee das anschwellende Manuskript der Buddenbrooks lag. Zeugnis künstlerischer Produktion also, kein Phantom und schon gar kein von selbst aufsteigendes Taschentuch im Vakuum meta- oder paraphysischer Spekulationen, sondern das greifbare Bild von Last, Würde, Heimat und Segen jenes seltsamen Jünglingsalters. Das eine verschleift sich mit dem anderen, eine quasi erotische Erfahrung für den Schriftsteller, nicht in der Scheinwelt des Rotlichts, aber verwunden mit der geistigen Quelle der Tristan-Musik Wagners. Was hier Blüten treibt, aber keine solche des Stils, ist die Imagination. Und was den Schaffensprozess angeht, so sind diverse Analogien zu Thomas Manns eigenem Verfahren unübersehbar und unüberhörbar. Da ist die den medialen Akt begleitende Präsenz der Musik, die Aufspaltung des Mediums in weibliche und männliche Komponenten, was von einer inhärenten Androgynität dieses Mediums, der Medien überhaupt und eben des Künstlers an sich zeugt. Auch dass der satirische Künstler und Karikaturist im Laufe der Erzählung verschwindet, deutet darauf hin, dass er in den essayistischen Erzähler eingegangen, ja in ihm aufgegangen ist, wobei das Satirische in ihm zum subtil-ironischen mutierte. Und genau diese Ironie kommt am Ende zum Vorschein, als der Erzähler, wie gesehen, mit sich verhandelt, ob überhaupt und wenn ja, wie oft er zum Ort des okkulten Geschehens zurückkehren solle. Doch dieses okkulte Erleben beschreibt demnach verdeckt eine durch und durch ästhetische, aber missbrauchsanfällige Erfahrung. Dazu gehört nicht minder, dass das dem Raum des Geschehens angegliederte Laboratorium, in dem das Okkulte wissenschaftlich verifiziert werden soll, wiederum einem fotografischen Atelier gleicht, einem Ort eines zweifelhaften, in Verruf geratenen Kunstmediums also, mit dem Thomas Mann hinreichend in eigener Selbstdarstellungssache so vertraut war. Denn sein Interesse am Porträt, ob gezeichnet, gemalt oder fotografiert, machte für ihn auch aus seinem Selbst eine visuell-ästhetische Erfahrung. Was diese aber beinhaltete, das gehört zu einer anderen Geschichte. Ich danke Ihnen. Ja, lieber Herr Görner, Sie haben mich jetzt natürlich sehr überrascht, dass meine kurze Vorbemerkung zu dem Hauptteil Ihres Referats geführt hat. Und die Pointe, dass der ästhetische Schein in seiner ganzen Ambivalenz als in Erscheinung treten und als Scheinbarkeit aus den okkulten Erlebnissen sich quasi herleiten lässt, die war mehr als überraschend, aber für mich sehr überzeugend. Am liebsten würde ich jetzt mit Ihnen genau darüber diskutieren, respektive auch über diesen Text, der tatsächlich weniger bekannt ist, aber es wirklich in sich hat. Aber das
können wir jetzt nicht machen, respektive ich kann sie nicht damit, wie soll ich sagen, in Beschlag nehmen, sondern vielmehr möchte ich Sie einladen, jetzt gemeinsam mit Rüdiger Görner zu einem Apéro draußen im Namen auch natürlich insbesondere von Raphael Ball, respektive der ETH-Bibliothek. Wir danken sehr, dass es wieder zu einem schönen Apéro kommt. Sie sind, wie gesagt, herzlich eingeladen und wir haben quasi jetzt eben nicht hier die Möglichkeit zu diskutieren, aber dann quasi im Tête-à-Tête mit Rüdiger Görner das Gespräch noch weiterzuführen und untereinander. Ich möchte mich nochmal sehr bedanken, lieber Görner, für diesen wunderbaren Vortrag und für die Organisation auch bei Frau Bedenig und bei Raphael Ball für die großzügige Einladung. Einen schönen Abend. Danke. Applaus